möchte vielleicht auch mal irgendwann mal an der Rallye teilnehmen. Das sieht nicht aus. Lass mich raus. Mann, tatsächlich sind die gefangen. Jo! Unser Auto ist implodiert. Weg die Flasche und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car. Ich habe schon mal was vorbereitet, schaut euch das an. Ich habe schon mal hier die Räder hergebracht, damit wir endlich heute unser Auto wieder fahrbereit machen können. Und das ist ein bisschen ausgedellt wieder mit der Meshift-Datei einfach wieder gelöscht. Und dann können wir uns heute nämlich das mit dem Auto genauer anschauen, nämlich die Einstellungen habe ich nämlich geändert. Man kann es ja über die Vergaser hier vorne, die Einstellung im Motor machen. Aber habe natürlich den Hinweis von euch aus der Community bekommen, dass man das ja auch anders einstellen kann. Das habe ich gemacht. Ich hoffe, das funktioniert. Ist auch alles soweit. Und dann werde ich euch noch etwas zeigen, also nicht nur ein was, sondern mehreres noch etwas zeigen. Ich habe was Neues wieder eingefügt, modmäßig. Und was ich noch mit dem Update neu dazu kam, was ich noch nicht gesehen oder gewusst habe, das werde ich euch heute auch noch zeigen. Wir machen heute nämlich etwas länger. In der letzten Woche ist seit Donnerstag die Sendung ausgefallen. Daher machen wir heute einfach mal ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug gequatscht. Hier seht ihr übrigens schon eine Neuerung, eine Anhängerkupplung. Wieso, weshalb, warum, kommen wir später dazu. Falls sich wer das fragt, warum plötzlich hier eine Anhängerkupplung hängt. So, wir haben 5 Räder. Denke ich mal, eins kann man hier reintun. Auch wenn das jetzt nicht wirklich hier rein ploppt, egal. So, wir brauchen unseren Schraubenschlüssel hier. Das schabbert die Karte. Eieiei. So, es ist die CD, genau das kann ich euch dann auch noch zeigen. Die Neuerung habe ich extra hergebracht, die CD. So, wir gucken mal. Vielleicht kommen wir ohne Wagenheber klar. Nee, nicht in die Erde. Das wär's. Kriegen wir das jetzt so ran? Nice. Runkt zwar ein bisschen, aber es funktioniert. Zack. Also können wir die Räder ohne Wagenheber dran montieren. Nice. So soll es da sein. Ist noch ein Rad. Zack. Geht doch. So. Dann nochmal rumgeflitzt. Ja, die Stoßstange haben wir ja in der einer der letzten Folgen verloren. Liegt irgendwo hinten bei den Bahnschienen. So, jetzt Baustellenmenü. Brauchen wir was Großes, glaube ich. Jawohl. Umstellen. Ranschrauben, genau. Machen natürlich schön wieder über X, so wie es eigentlich sein soll. So, irgendwie sieht, achso, alles klar, das ist die mittlere. So, erstes Rad ist fest. Zuck, 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 zuck. Endlich ist unser Auto erstmal wieder repariert. Das war schon ein Schock, dass die Räder plötzlich weg waren. Ey, nicht so schnell, du Vogel. Schön, dass du Räder hast, ich muss erst ranschrauben. Mir wurden sie geklaut. Zwar dank eines Updates, aber sie sind morgen weg. Ach ja. Ich sag, man wird hier nie fertig bei meinem Sommercar. So. Ich hoffe, das hat klappt mit den Einstellungen des Motors. Dass der nicht mehr so knallt. Werden wir ja dann gleich sehen. Denn wir müssen dann als nächstes erstmal in die City düsen. Da steht nämlich eine nächste Neuerung. Aber vorher haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Fest. Machen wir nochmal einen kurzen Check. Fest. 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 Nice. So. Das kann zu. Türe öffne dich.
1A. Zack. Du kannst hier erstmal wieder rein. So. Als nächstes hier den Ölfilter brauchen wir. Oh, nicht so weit weg. Genau. Den neuen Ölfilter müssen wir nämlich einbauen. Durch das Update hat es nämlich den alten in unsere Garage gepackt. Und wir haben jetzt nämlich hier gar keinen mehr. Zack. Einmal die Motorhaube ab. Dann kann ich euch nämlich noch eine Neuerung von dem Update zeigen. Denn. Zack. Na, nee, falls hier wieder der Irre kommt mit dem grünen Auto. Hol die Motorhaube weg hier. Zack. Denn jetzt gibt es den Ölmessstab. Da ist er. Zack. Da könnt ihr kontrollieren, wie der Ölstand ist. Und bei uns steht er in der Mitte. Nice. So soll es sein. So, wie kriege ich den jetzt hier wieder rein? Zack. Jetzt gibt es den nämlich. Also ich war ein paar Tage vorher, wo ich den gesucht hatte. Bevor dieses Update kam. Da waren wir ein bisschen früh dran. Jetzt haben wir ihn auch endlich wirklich am Auto. So, der Ölfilter, der muss hier eigentlich irgendwo hin. Ich hänge fest. Da ist die Stange. Da muss er hin. Da. Nee, ich möchte nicht die Ölmessstab. Genau, zack. Da haben wir den neuen Ölfilter auch drin. Neue Batterie ist natürlich auch schon drin. Die hat uns ja auch mal plötzlich gefehlt. So, jetzt müssten wir eigentlich alles drin haben. Wir können ja nochmal, bevor wir überhaupt losdüsen, Flüssigkeiten überprüfen. Spielt natürlich auch so eine große Rolle. Zack. Na, dann packen wir uns das hier halt durch. Weiß nicht, warum die Tür hier nicht aufbleibt. So. Kühlmittelflüssigkeit. Die ist voll. So. Dann nehmen wir mal das Motoröl. Zack. Vorher natürlich zuschrauben. Sonst kommen wir hier in eine bremsliche Situation. So, Motoröl. Wie gesagt, machen wir heute etwas länger, da ja letzte Woche Donnerstag die Sendung ausgefallen ist. Ja, Minimalverlust. Jetzt nichts Aufregendes. So, können wir hier fallen lassen. Und Bremsflüssigkeit. Checken wir auch nochmal durch. Natürlich wieder alle drei Deckel hier separat öffnen, sonst beschneidet sich das. Na, okay, ist voll. Schraub. Um dein Leben. Na, wirst du? Nein, will er nicht. So wie die Flasche so komisch halten. Okay, ist auch voll. So. Eins haben wir noch. Und dann können wir eigentlich starten und schauen mal, ob der Motor jetzt wirklich richtig eingestellt ist. Wie gesagt, habe ich von euch auch den Hinweis. Bekommen, wie ich das am besten machen kann, einmal am einfachsten. Dank des My Summer Car Creators oder Editors. Ja, ist auch voll. Nice. Ich hoffe jetzt, dass das natürlich auch funktioniert hat. Ich habe das ganz genau so gemacht. Weil sonst müssten wir hier rein in diese die Klappe aufschrauben. Kann man das sehen? Ne, leider nicht. Können wir uns jetzt hier nicht reinbuggen. Egal. Wir probieren es jetzt einfach aus. So. Zack. Verschlüsse natürlich noch drauf. Was haben wir eigentlich? Sonntag ist heute. Rallye ist vorbei. Man sieht, die Absperrungen sind weg.
Auch glaube ich, hatten wir schon einmal das letzte Mal festgestellt. Und der arbeitet am Wochenende gar nicht. Aber ich glaube, der in der City hat sonntags geöffnet. So, dann würde ich sagen, Sesam, öffne dich. Genau, dann machen wir die Zündung an. So, mit dem Update gab es natürlich die CD. Das hat man ja schon in der Folge, wo ich euch die ganzen Updates gezeigt habe, schon gesehen. Aber da waren wir zu Hause. Zack. Dann muss ich die CD hier reinschieben und dann muss man hier einfach auf Playing umschalten. Hab das eigentlich so eingestellt. Ich habe ja eigentlich zwei Titel drauf gemacht. Ich habe sie so umgewandelt. Also hier sollen bis zu 15... Upsala. Bis zu 15... Was hast du? Ich glaube, der kommt gleich wieder rumgedüst. Bis zu 15 benutzerdefinierte Songs drauf passen. Warum der jetzt das natürlich nicht abspielt? Man muss das irgendwie in einem OGG-Format machen. Weiß ich es auch nicht, muss ich mir mal anschauen. Aber wie gesagt, so könnte man dann auch so benutzerdefinierte Musik hören. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen uns das in das Steuer. Stellen uns natürlich vorher an. Ziehen die Handbremse an. Und düsen mal Richtung Stadt und gucken mal. Wie der Motor sich anhört. So, lösen wir die Handbremse. Ich hoffe, man kann mich etwas verstehen. So, ich werde natürlich versuchen, so wenig wie möglich zu reden, wenn wir Auto fahren, weil ich weiß, dass es irgendwie übelst laut ist und ich krieg das nicht mit der Lautstärke hin. Dass das Ingame leiser ist, das Spiel, und meine Stimme etwas lauter ist. So, wir gucken einfach mal. Übrigens gab es auch die Veränderung, dass wenn man nicht angeschnallt ist und in die Kontrolle kommt, zahlt man auch Strafe. So. Da geht auch schon mal ab mit dem Lützefeuer. So, vierter Gang. Bis jetzt noch keinen Knallen zu hören. Ja, natürlich mega, wenn das jetzt wirklich so. Uiuiui, uiuiui. Zum Glück haben wir die Rallye vorgestellt drin. Fährt das echt geil ab. Wie gesagt, ich hoffe, das wäre natürlich mega, wenn das jetzt so damit behoben wäre, das Problem. Ich möchte vielleicht auch mal irgendwann mal an der Rallye teilnehmen. Das sieht nicht aus. Es ging böse aus. What the fuck? Unfall. Oh, Schleudertrauma. Oh Mann. Aua. Stehe ich auf den Kopf oder das Auto? Ich weiß es nicht. Wo ist überhaupt der Ausgang? Was ist denn jetzt los? Raus. Okay, habe ich den auf der Seite. Das ist ja übel. Kann man das irgendwie drehen? Nein, mein Auspuff ist abgefallen. Warum das? Aber er läuft immer noch. Das muss man dem zugute heißen. Kann man den hier drehen? Yes! Nice, wir haben ihn gedreht. Okay. Oh Mann, unser Auto ist wieder verformt. Mach das Ding auf. Das ist mein Auspuff hin. Da liegt er. Warum auch immer. Das ist abgefallen. Nehmen wir erstmal so mit. Zack. Ich hoffe, wir haben nicht noch mehr verloren. Wenn wir jetzt festschrauben, habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Ich bin froh, dass wir das Auto wieder drehen konnten. Das ist auch so halbwegs. Ja, es scheppert immer noch ganz schön, ne? So. Unterschalten auf den ersten. Was ist ja der Kleine. Aber. Wir kommen hier nicht weg.
so schnell wie wir gerade vom Waren kommen wir jetzt. Lass mich raus. Mann, tatsächlich sind wir gefangen. So. Okay. Wir haben uns echt festgefahren. Könnte den da an. Enable. Ist egal. Close it. Gehen wir das Auto an. Oh, wird da halt rausgeschmissen. Egal, aber wir kommen auf die Straße zurück. Halt, Auto. Halt ab natürlich, ist klar. Natürlich. Nee, ich wollte das jetzt nicht. Nein. Man muss natürlich vorher loslassen. Zack. Ich weiß schon, warum ich diese Modifikation eingefügt habe. Jetzt kommen wir aber nicht mehr hier rein. Oh Mann. Ja, der Motorraum. So, die Karre bleibt stehen. Dürfen jetzt alles hier hochschleppen. Oh, ich war blöd. Wie kann der Kofferraumdeckel abfliegen? Ja, mach. Fall auseinander, ist egal. Eh gerade alles Schrott. Oh Mann. So. So war das jetzt nicht geplant. Die Karre in Einzelteilen zu legen. Aber das ist auch etwas meine Schuld. Wir sind etwas zu schnell gefahren. Egal. So, was läuft denn hier aus? Hier läuft das aus. Jetzt sag ja nee, wir haben kein Öl mehr. Da flippst aus. Hunger. Haben wir etwas, ja. So, die Wurst packen wir hier rein. Die anderen können wir essen. Sparen wir uns einen Weg. Hier muss natürlich unbedingt mit, das ist klar. Selbst die CD hat einen Ölfleck abgelegt, aber den können wir so rausziehen. Wie von Zauberhand ist es jetzt sauber. Nein! Ja, und das Auto gepfeffert, ist klar. Kinder. Glück gehabt, ich dachte, die wäre jetzt weggepackt. Zack. So. Die Fahrt geht gleich weiter. Auch ohne Auspuff. Den nehmen wir auch natürlich mit. Da haben wir wieder was zu schrauben. Ist ja auch immer was Schönes. Wenn wir keine Arbeit haben, dann machen wir uns welche. So. Dadurch ist natürlich der Motor viel lauter. So, das gute Bier muss natürlich auch mit. Trinken wir mal einen kleinen Schluck. Bevor wir hier verdursten. Na, immerhin haben wir diese Modifikation gehabt, damit konnten wir das Auto wenigstens hier hochheben. Jetzt die Sporttasche, auch eine Modifikation übrigens. Könnten wir mehrere Sachen gleichzeitig reintun. Muss man nicht so oft trennen, egal.
Sind nur noch 2, 4, 5 Gegenstände. Easy peasy. Weiß noch nicht, wenn ich das mit dem Kofferraumdeckel mache. Anpappen und hoffen, dass er hält wahrscheinlich. Zack. Wir müssen in die City. Ich brauche gerade keinen Plan, wie spät es überhaupt ist. So. Im Moment passiert hier nicht viel in dieser Folge. Aber wir haben immerhin die Räder rangekriegt und wir haben mal wieder das Auto auseinandergenommen. Auch wenn das jetzt nicht wirklich so zum Zweck war, ich bin froh, dass wir nicht gestorben sind. Ach, das war's gewesen. Aber wir sind abgehoben. Das ist ganz schön aus der Kurve raus und hier rüber. Wir können von Glück reden, dass wir noch leben. So. Noch zweimal, glaube ich, müssen wir gehen. Ja. Was war das? So. Brake Fluid, Bremsflüssigkeit. Ich hoffe, wir haben jetzt auch keinen großen Ölverlust gehabt. Die Ölflecken machen mir etwas Sorgen. Warum auch immer diese plötzlich hier da sind. So, komm her. Wagenheber. So kann ich jetzt den Wagenheber nicht anfassen. Was ist denn hier los? Gib mir den Wagenheber. Der will nicht. Der muss aber. So, versuchen wir mal unseren Trick 18. Kann man eigentlich alles anheben, sag ich doch. Normalerweise könnte man ja auch ohne die Mod jetzt anheben. Ich weiß nicht, warum der gerade. Nein, ruhig. Warum der gerade so rumspackt. So. Enable, close it. Jetzt kriegt ihr wieder alles raus oder was? Das ist die CD hier drin, ich sag's dir. Mach's bereit zu. Mach's. Geht doch. So. Unser Kofferraumdeck. What the fuck? Das Auto bewegt sich von allein. Warum? Bleib stehen. Nein. Das ist jetzt abgefallen. Really? Ja. Wir haben jetzt nicht nur den Kofferraumdeckel eingebüßt, wir haben die linke vordere Achse eingebüßt. Jo! Unser Auto ist implodiert. Jo! Aber komplett. Nice, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Ja, ich glaube, das wäre ein Totalschaden. An dieser Stelle machen wir mal ganz einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. So, und so stellen wir da also im Totalschaden wieder einen Farbbaron der Satz. Ich habe einfach mal neu gestartet. Wir haben zwar ein paar Dellen im Auto drin, aber das ist jetzt nicht so schlimm, aber das Auto fährt wenigstens wieder. Ich denke mal, das Ding jetzt hier fort und zu flicken und wieder zusammenzusetzen hätte länger gedauert, daher haben wir schon mal ganz schnell einen Neustart gemacht, weil ich möchte unbedingt noch in dieser Folge mit euch in die City kommen. Und Bremse, diesmal haben wir dann gedacht, zack, weil ich da euch noch was zeigen möchte. Da gibt es nämlich auch noch etwas Neues aus dem Update. So, fahren natürlich jetzt etwas langsamer. Wir haben echt übelsten Zug drauf, die Karre ist richtig schnell und bis jetzt immer noch kein Knallen zu hören. Wäre natürlich mega, wenn das so bleibt. Wir sind auch schön im grünen Bereich, sehen wir links, 14,6, also bei gut 15 ist die idealste Einstellung. Bei 15 habe ich das ja auch gestellt. Und ich glaube, aus der Community hat er geschrieben, bei 15 wenn man 15 einstellt, ist das Wert ungefähr bei 14,6, 14,8. Nein, nicht schon wieder. Ich lerne nicht daraus. Jetzt ausgegangen. Klack, klack, klack macht's.
Wir sind natürlich angeschnallt. Sollten wir kurz Handbremse. Ich will kurz gucken, ob wir den Auspuff verloren haben. Ja, kurz gucken. Man guckt da hinten einfach an der Karre davor. Genau, was noch dran. Mann. Wie gehst du den Weg zurück? Der hellste Burner bist du nicht in der Lampe hier, der heute. Ach ja. So. Alles gut, alles schick, alles im Rahmen. Das Buff ist noch dran. Ey, die Karre hat so einen Zug, kroppelt sich drauf. Oh, dem Monster, hier geht's übrigens zu Satana. Mit dem Monster renn ich fahren. Wird dann schon nicht ohne sein. Wir steigen jetzt aber beträchtlich auf 15. Na gut, wir sind immer noch im grünen Bereich. Und wir haben eine Schieflage, da sitzt die Schieflage. So, der Gang, der dreht völlig durch. Da kann ich so schnell, die Strecke ist hier nicht ganz so gerade. Übrigens wurde ich gefragt, ich sollte noch mal die Fundorte von dem Koffer zeigen. Habe ich ja schon ein Video gemacht. Schaut mal in der Playlist bei MySommerCar auf meinem Kanal. Ich glaube bei der... Also auf jeden Fall bei der 60. Folge. Ich glaube 63. ist es oder so. Gibt es da. Da war ich auf der Koffersuche. Und da zeige ich auch eine Karte. Also einfach mal in der Playlist gucken bei MySommerCar auf meinem Kanal. Und dort findet ihr dann das Video. So. Wir sind gleich in der City. Gleich haben wir es geschafft. Ich bin froh. Aufatmen ist angesagt. So, dann zeige ich euch nämlich. Wir sind da. Zeige ich euch nämlich eine Erneuerung. Eine Erneuerung. So, die sehen wir nämlich eigentlich schon hier. Ich stelle das Auto mal hier rüber. Nicht, dass wir jetzt immer angefahren werden. Erster Gang, wir wollen im ersten Gang mal losfahren. Drive mal da raus. Es gibt nämlich neue Gebäude. Insgesamt 2 Stück. Das ist eins davon. Und es soll Fahnen geben im Spiel. Bei mir zu Hause soll auch eine Fahne sein. So eine Fahnenstange gibt es schon lange. Aber bis jetzt habe ich noch nicht eine einzige Fahne gesehen. Frage mich, wo der überall hindüst. Ja, das ist eines der neuen Häuser. Keine Ahnung, ob das irgendeine wichtige Rolle spielt. Aber bis jetzt gibt es hier auf jeden Fall keine Funktion für dieses Haus. Aktuell. Keine Ahnung, ob da irgendwas noch geplant ist. Auf jeden Fall. Eins von 2 neuen Gebäuden hier. Aber relativ schick. Neues Haus. Freut sich die Nachbarschaft da drüben. So, dann zeige ich euch noch gleich das zweite Haus. Das ist nämlich auch noch eine Neuerung mit dem Update. Und da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen und mir sagen, um was es sich bei dem Gebäude überhaupt handelt. Weil ich habe keinen Plan. So, anschnallen ist Pflicht. Also wir sind noch nicht beim Drive-Mode. Jetzt ja. So, erster Gang. So, da hinten ist der TÜV. So, wenn wir jetzt hier reinbiegen, sehen wir da hinten schon Gebäude stehen. Auch dieses Gebäude ist neu. Guckt euch dieses riesen Gelände an. Was steht denn hier eigentlich? Von 8 bis 16 geöffnet. Ich weiß aber nicht, um was es sich dabei handelt. Ist der Motor wieder verreckt? Ich war blöd. So. Mach den Motor aus. Zack. Ich weiß nicht, um was es sich hierbei handelt. Es ist auf jeden Fall ein Firmengebäude. Es hat Öffnungszeiten. Ma bis Pi 8 bis 16. Natürlich ist jetzt gerade keiner da. Eine Kasse gibt es auch. Aber ich weiß nicht, was man hier macht. So, für mich sieht das ehrlich gesagt wie so eine Kläranlage aus. Vielleicht kann man ja, wenn der Güllewagen voll ist, hier mit dem LKW hinfahren, weil guckt euch das mal an, das sieht doch auch aus wie Scheiße. Wie die Scheiße aus der Nachbarschaft, die wir ja schon mehrfach abgepumpt haben. Vielleicht kann man ja den Güllewagen, also die Gülleladung von dem LKW hierher bringen, abladen und auch noch Geld kriegen. Aber ich habe keinen Plan. Vielleicht wisst ihr ja, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich würde mich um jede Hilfe natürlich riesig freuen.
Wieder bis jetzt war eure Hinweise, Tipps, Hilfestellung echt immer hilfreich und auch komplett richtig. Vielen Dank dafür nochmal. Es macht echt die ganze Arbeit etwas leichter. So, ja, auf jeden Fall auch das zweite Grundstück, Gebäude, was auch mit dem Update neu hinzukam, was ich euch in der letzten Folge noch nicht gezeigt habe, wo ich auch ehrlich gesagt davon noch gar nichts wusste. Aber jetzt wissen wir es. Das mit dem Ölmaßstab, das habe ich einfach nur vergessen, weil da plötzlich die Räder geklaut waren. Da war ich etwas schockiert. So, wir gehen langsam zum Ende mit dieser neuen MySommerCar-Folge. Aber eins möchte ich euch noch zeigen, was ich moddingmäßig noch neu zu MySommerCar hinzugefügt habe, was uns vielleicht das Leben etwas leichter macht. So, ja, mach das Radio aus. Da sieht kein Schwein, was du laberst. So. Wie gesagt, habe ja schon einiges mal eingefügt. Handy, die Sporttasche, jetzt hier dieses, dass man den Autos auch einfach anheben kann, wenn man in bremslichen Situationen ist oder war, wie wir gerade eben, ist das doch echt hilfreich. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Neuerung reingebaut und die sieht nämlich zum Supermarkt hier vorfahren. Ach ja, wie sieht der Tank aus? Ja, noch voll, brauchen wir nicht tanken. Da, aber da steht die Neuerung. Guckt euch das an. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir eine Anhängerkupplung haben. So, mach den Motor mal aus. Zack. Treiben wir da raus. Der bleibt stehen. Wir haben jetzt einen Anhänger. Den können wir nicht nur an dieses Auto pappen, den können wir auch an unseren blauen Minivan packen oder Mini-Transporter. Also damit ist er auch fahrbar. Wenn man zum Beispiel jetzt hier so viele Pakete hat, zum Beispiel, wir warten ja noch auf eine Lieferung, können wir gleich mal gucken, ob die überhaupt schon da ist vielleicht. Wir haben ja Räder bestellt. Der hat echt sonntags offen, aber nein, ist nicht so schade. Was willst du? Eigenurin? Ja, bitteschön. Saatana nyt! Sä oot kyllä yks kyrvä syyllä. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä Ei helvetti, etkä nyt saatana kuseen lattialle. Aikuinen ihminen tuolla lailla. Nyt saatana alaa heitteen mäkkeä sitä itse. Perkele. Kauf mal einen Saft. Ja komm, tipps ein. 13 Marker. Ist ein Schatten, ey. So, trink. Okay, Saft war gegen Hunger, nicht gegen den Durst. War Milch dagegen gut? Ich weiß es nicht. Nehmen wir zweimal mit. Zweimal einmal. Also unsere Räderbestellung ist noch nicht eingetroffen. Schade. Aber dafür ist natürlich dieser Anhänger echt praktisch. So, das kriegen wir ein bisschen Griff, den Durst, bevor wir hier krepieren. So, have a nice day. Ansonsten, ja, gibt es nichts Neues, wie gesagt, Ölfilter sind neu. Batterien, die gab es ja auch jetzt schon, ja, vor den Ölfiltern und halt die Verschönerung für das Auto innen. So, ja, dann. Ja, nachher du hast, morgens. Naja, ich überleg's mir noch. So, mach's Brett so. Ja, das war dann erstmal eine neue Mai-Sommercar-Folge, würde ich sagen. Wie gesagt, das mit dem Anhänger, den werden wir auch noch in Aktion erleben. Ich mache hier erstmal eine kleine, Pause. Wir sind über die 8 Stunden fort. Holy shit. Warum? Wieso? Wie? Wie? Alter, hast du hier gesoffen? Dann mach doch die Tür auf. Ich will nie ein. Ist das dein fucking Ernst? Hat echt die Tür aufgemacht. Hast du gesoffen? Der sieht aus wie Gollum. Aber mein Kopf kann er gut drehen. Jo, ich krieg Angst. Nicht wie weg. Der ist gegen was geprallt und ist umgeflogen. Aber wie? Was für ein Ende für meine Sommercar-Folge. Eieieiei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der neuen MySommerCar-Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann zum nächsten MySommerCar-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oh mein Gott, und da versucht sich zu drehen. Hilfe, das kann nicht gut enden.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch viel Spaß mit meinem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.